Der Arbeitgeber zahlt den Lohn nicht. Was kann man eigentlich machen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und hatte schon länger mal versprochen, ein Video zu machen, wenn der Arbeitgeber den Lohn nicht zahlt, was man da als Arbeitnehmer machen kann oder machen muss oder vielleicht nicht machen sollte. Es ist nämlich eine sehr vertrackte Situation, die davon abhängt, die Reaktionen hängen davon ab, wie wichtig Ihnen Ihr Arbeitsverhältnis ist. Fangen wir erstmal mit denen an, das ist das Einfachste, denen das Arbeitsverhältnis egal ist. Ja, die brauchen gar nichts weiter überlegen, die sagen auch nur notfalls, wenn der kündigt, gehe ich woanders hin oder vielleicht wollen sie sogar woanders hin. Zack, Mahnung raus, kurze Frist und dann einklagen die Differenz. Denken Sie dran, wenn Sie einen Anwalt haben, eine Rechtsschutzversicherung haben, können Sie sich einen Anwalt nehmen, aber so eine Lohnklagen, die kriegt man in der Regel, wenn die ganz eindeutig sind, ja, der Arbeitgeber zahlt jeden Monat 4.000 und einen Monat zahlt er jetzt nicht 4.000, dann kann man das relativ einfach sogar beim Arbeitsgericht selbst machen. Ja. Bei Kündigungsschutzklagen rate ich einmal von ab, bei so Lohnklagen kann man das überlegen, ja, weil man hat ja die Kosten an der Backe. Denn jede Seite trägt ja in erster Instanz ihre eigenen Kosten im arbeitsgerichtlichen Verfahren. Und deswegen ist es, wenn man sich einen Anwalt nimmt und dann zahlt der Arbeitgeber ein bisschen später, dann bleibt man auf den Kosten sitzen, wenn man keinen Rechtsschutz hat. Ja? Also das muss man erstmal überlegen. Für alle, die sagen, das Arbeitsverhältnis ist mir im Prinzip wurscht, die können mahnen, würde ich immer noch mal machen, Frist setzen und dann die Klage machen, ob mit oder ohne Anwalt. Die anderen, die ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollen, die müssen zumindest mal überlegen, welchen Kündigungsschutz sie haben. Sind Sie in einem kleinen Unternehmen mit nicht mehr als 10 Mitarbeitern und dann haben Sie in der Regel keinen Kündigungsschutz. Vielleicht, wenn Sie schwanger sind, haben Sie einen besonderen Kündigungsschutz, ja. Aber so in der Regel haben Sie dann keinen Kündigungsschutz. Sie können gegen eine Kündigung nichts machen. Da könnte Folgendes passieren. Sie mahnen den an, der Arbeitgeber sagt, Mann, ich bin hier in einer Krise, das ist aber frech von dem und spricht Ihnen einfach eine Kündigung aus. Wenn er das so direkt im Zusammenhang macht, können Sie die vielleicht angreifen, aber der wird so doof nicht sein, der wird halt einfach ein paar Tage warten, dann kriegen sie einfach die Kündigung und dann sagt er, ja, das hängt ja zusammen, klar, weil es mir wirtschaftlich so schlecht geht, muss ich ihn halt kündigen. Deswegen konnte ich auch den Lohn nicht zahlen. Und dann würden sie gegen die Kündigung nicht viel machen können. Sind sie in einem größeren Unternehmen, ist das kein Problem, dann haben sie einen Kündigungsschutz. In allen Situationen müssen sie immer überlegen, ist es das Ganze wert, ja, zahlt er vielleicht nur ein paar Tage später oder hat er vielleicht wirklich eine Krise und ne? Das müssen Sie alles so überlegen, das sind keine juristischen Fragen. Ja? Denn natürlich auch in einem Großunternehmen, wo Sie vielleicht keine Kündigung bekommen, kommen Sie vielleicht auf irgendeine schwarze Liste oder der Arbeitgeber mag Sie nicht mehr so gerne, wenn Sie den verklagen, meistens. Ja? Das bedeutet also, man muss sich wirklich genau überlegen, welche Position hat man, wie stark ist man und dann wählt man die eine oder andere Reaktion. Zum Thema kann man einfach aufhören zu arbeiten, mache ich nochmal ein gesondertes Video. Wenn Sie wissen wollen, wann das möglich ist, dass man dann in solchen Fällen einfach sagt, gut, dann arbeite ich nicht mehr, dann abonnieren Sie gerne den Kanal oder auch sonst gerne den Kanal abonnieren. Danke, tschüss.